Hallo und schönen guten Tag zusammen. Heute gibt es einen Film. Entstanden ist dieser Auftakt einer Reihe, so hoffe ich, durch eine Idee von Alexander Nathan, der gesagt hat, stell doch mal Autoren vor. Ich finde die Idee sehr gut und werde das auch mit diesem Film zum ersten Mal machen. Hoffe, dass noch weitere folgen. Ganz so einfach ist es nicht, weil ich von den Autoren auch selber genügend gelesen haben muss und der Meinung sein muss, dass ich etwas einen Überblick über das Werk habe. Es bleiben jetzt nicht so fürchterlich viele übrig. Aber ich habe mich dazu entschieden, mit Graham Masterton anzufangen, weil er tatsächlich einer der ersten Autoren ist, die für mich den Einstieg in das Horrorgenre eingeleitet haben, wie auch immer. Und deshalb stelle ich hier ein bisschen heute mal Graham Masterton vor und versuche das in grammatikalisch besserem Deutsch zu machen als die letzten zwei Sätze. Graham Masterton ist 1946 geboren und zwar in Edinburgh oder die Deutschen sagen Edinburgh in Schottland und ist damit ganz klar Schotte. Edinburgh oder Edinburgh ist eine unheimlich schöne Stadt in Schottland, ist die größte Stadt und auch die Hauptstadt Schottlands. Eine unheimlich schöne, reiche Architektur. Aber weiter geht's zu Graham Masterton, der, wie gesagt, in Schottland geboren ist und in England aufgewachsen ist. Ich glaube, im Bereich Sussex und dann aber irgendwann nach Amerika gegangen ist. Der kleine Graham, als er 10 Jahre alt war, ist irgendwann mit seiner Familie mal in einen Kinofilm gegangen. Und zwar war das 20.000 Meilen unter dem Meer, ein zu damaliger Zeit berühmter Film mit Kirk Douglas und Peter Lorre im Übrigen auch. Und das hat ihn so inspiriert, dass er gesagt hat, ich möchte auch sowas machen. Und hat sofort angefangen, eine Geschichte zu schreiben, eigenständig nicht das Gleiche. Hat sogar selbst ein Cover entworfen, hat das dann zwischen zwei Pappdeckel gepresst und hat das für einen Penny verkauft. Also mit 10 Jahren war Graham Masterton bereits verkaufender Autor und das ist schon relativ respektabel. Er hat in seiner Jugend nicht damit aufgehört. Er hat auch eine Comicreihe rausgebracht, die er selber geschrieben und gezeichnet hat und seinen wöchentlichen Turnus rausgegeben. Also er war wirklich schon als Kind, kann man sagen, begeistert von Literatur und aber auch von Zeichnungen, von Illustrationen. Er hat später immer weiter Geschichten geschrieben und die seinen Schulfreunden vorgelesen. Und als er Jahre später mal einen dieser Schulfreunde wieder getroffen hat, der, glaube ich, Broker gewesen ist, hat der zu ihm gesagt, Mensch, von deiner Geschichte damals habe ich nächtelang nicht schlafen können. Das ist faszinierend. Also das heißt, er hat als Kind auf einer kindlichen Ebene bereits Grusel erwecken können. Da war er weit davon entfernt, volljährig zu sein. Und ihm war, glaube ich, immer klar, dass er Schriftsteller werden wollte. Er hat irgendwann, als sie umgezogen sind, die ganze Familie Masterton, die Schule wechseln müssen, hat sein altes Umfeld verloren, seine alte Schulkameraden verloren und ist in dieser Schule nicht richtig angekommen und ist da auch rausgeflogen. Sehr zum Ärger seines Vaters, der ein Army Officer war und wohl sehr wütend darüber war. Und tatsächlich hat der damals 17-jährige Graham Masterton dann angefangen, in einem Gemüseladen als Gemüseverkäufer zu jobben. Das hat ihm auch gar nicht so wenig Spaß gemacht. Und er war wohl sehr erfolgreich da drin, nämlich es ist ihm schon nach kurzer Zeit angeboten worden, diesen Gemüseladen zu übernehmen. Und beinahe hätte das auch geklappt. Es geht um einen einzigen Tag. Nämlich dieser Tag hat darüber entschieden, dass Graham Masterton eine Anzeige gesehen hat, dass ein lokales Nachrichtenmagazin einen Volontär gesucht hat. Und dieser eine Tag hat die Entscheidung gebracht, er hat sich dort beworben und ist dann eben bei dieser Zeitung Volontär geworden. Das war der Anfang und diejenigen, die sich schon so ein bisschen mit Graham Masterton beschäftigt haben, wissen, dass er vor allen Dingen eine Station im Leben hatte, die relativ respektabel ist. Er hat nämlich für Penthouse geschrieben und hat im Zuge dessen auch Sexratgeber rausgebracht, die für die damalige Zeit sehr erfolgreich waren. Die haben sich weltweit verkauft und somit war klar, Graham Masterton konnte schreiben. Jedenfalls hat er es so gesehen und die Menschen, die seine Sexratgeber gekauft haben, auch. Es hat ein bisschen gedauert, bis er sich dann an den ersten Roman dran gewagt hat. Das war Mitte der 70er Jahre. Und diese Geschichte, ich glaube, ein ganzer Roman war es nicht, es war eher eine Novelle. Das war Der Manitou. Und wenn man ihn fragt, und ich habe das getan im Zuge der Recherchen für diesen Film, sagt er bis heute, dass Manitou sein vielleicht wichtigstes Werk gewesen ist.
Über den Erfolg dieser Novelle sagt er oder vermutet er, dass es daran liegt, dass sich bisher fast niemand mit den amerikanischen Mythen auseinandergesetzt hat. Und Manitou, das ist uns heute bekannt, ist ganz wichtiger Bestandteil der indianischen Mythologie. In diesem Buch oder in dieser Geschichte geht es tatsächlich darum, dass eine junge Frau bei sich einen Tumor oder eine Wucherung entdeckt und relativ schnell klar ist, dass das kein bekannter Tumor ist und auch keine bekannte Wucherung, sondern dass es eher etwas von einem Fötus hat. Mehr möchte ich nicht erzählen und nicht verraten. In diesem Buch ist die Geschichte der Manitou drin, es sind auch noch andere drin. Wie man hier sehen kann, ist es uralt. Also es ist mal bei Bastei Lübbe erschienen. Ich gucke jetzt mal nach, ihr wisst, dass ich mir Jahreszahlen nicht merken kann, wann das erschienen ist. Das war 1978. Und ich glaube, hier steht es auch, 1976 hat Graham Masterton diese Geschichte geschrieben. Die hat also 2 Jahre gebraucht, bis sie nach Deutschland gekommen ist. Aber sie ist nach Deutschland gekommen. Zusammen mit die Tochter der Sphinx und der Djinn. Auch das sind Geschichten. Und das zieht sich durch Graham Mastertons schriftstellerische Laufbahn. Das sind auch Geschichten, die Mythologien, Erdreligionen, Dämonen verkörpern. Das zieht ihn unheimlich an. Und er hat mir geschrieben, dass sowas wie Vampire und Werwölfe für ihn einfach zu ausgelutscht waren und er sich immer dafür interessiert hat und immer davon fasziniert war, was Dämonologie und Religion so alles bewirken kann und welch reichhaltigen Schatz und Fundus, aus dem man schöpfen kann, diese Religionen bereithalten. Was ich relativ früh schon gelesen habe, war Tengu. Auch das ist ein Roman, schon ein bisschen dicker, ist auch jetzt ein wirklich einzelner Roman. Ich glaube, der Manitou hat nur 170 Seiten. Auch da geht es um Dämonologie oder um Dämonen und in diesem Fall um asiatische. Die Geschichte ist etwas krude, muss man sagen. Da versuchen nämlich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges oder im Zweiten Weltkrieg wird versucht, diesen alten Dämon Tengu wiederzubeleben, um damit kriegsentscheidend auf den Gegner einwirken zu können. Ich weiß nicht, ob es eines der stärksten Werke ist, es ist aber eines der ersten. Auch das war schon relativ früh und es hat schon eine gewisse Faszination. Und wenn man Masterton gelesen hat, merkt man aus diesen Romanen den Stil, den er heute noch hat, durchaus durch. Masterton zeichnet sich dadurch aus, dass er relativ schnell schreibt und relativ viel rausbringt. Er hat sehr, sehr viele Bücher rausgeschrieben. Die Zahl blende ich hier unten ein. Ich kann mir Zahlen nicht merken. Das ist auch sowas, der Horrorspiegel. Das war eines der Bücher von ihm, die ich relativ spät gelesen habe. Es hat mich sehr fasziniert. Da geht es tatsächlich um einen Horrorspiegel. Ein junger Mann, ich glaube, spielt in Hollywood, hat einen alten Spiegel geerbt und in diesem Spiegel merkt er, scheint sich irgendwie was zu spiegeln, was so nicht wirklich realitätsnah ist. Und dieser Spiegel und diese Spiegelungen beeinflussen ihn dann in seinem Leben. Ist sehr, wie ich finde, sehr packend und eine sehr klassische Horrorgeschichte, die spannend ist und auch in Teilen so ein bisschen blutig, aber eben halt so einen unterschwelligen Grusel hat. Und ich finde es sehr, sehr gelungen. Sowas würde man heute in dieser Art, glaube ich, nicht mehr schreiben. Diese Geschichte ist, ich gucke auch hier nochmal nach, von 1988, also auch schon ein paar Jährchen her, 30 nämlich ziemlich genau. Graham Masterton hat mir auch geschrieben, ich habe es gerade schon gesagt, sowas wie Vampire und Werwölfe ist für ihn nicht sehr faszinierend. Er hat aber tatsächlich auch mal eine Geschichte über einen Vampir geschrieben und das ist diese hier. Da geht es darum, dass im Zweiten Weltkrieg ein Strigoi, das kennt man, glaube ich, mittlerweile dann doch auch ganz gut den Ausdruck, wiedererweckt werden soll und ähnlich wie bei Tengu auch kriegsentscheidend wirken soll und der die Gegner angreifen soll. Ich bin nicht der Meinung, dass das stärkste Buch von ihm ist, aber es gehört mit dazu und interessanterweise eben sehr ähnlich von der Grundidee wie Tengu, aber dann doch wieder was anderes. Was Masterton auch sehr, glaube ich, fasziniert, sind Haunted House-Geschichten. Da gibt es zum Beispiel dieses hier, die Opferung. Da möchte ein Mann eine verlassene Villa renovieren und merkt relativ schnell, dass diese Villa nicht ganz so verlassen ist, wie er das gerne hätte. Ähnliches ist bei diesem Buch, das Atmen der Bestie. Auch da geht es darum, dass in einem Haus irgendetwas atmet. Finde ich ein sehr schönes Beispiel für unterschwelligen Grusel, weil man lange nicht weiß, was es ist. Es wird sehr diffus gehalten. Ich fand es sehr spannend. Und eines der neueren Bücher von Graham Masterton ist Irre Seelen. Auch das ist ein Haunted House Roman.
Da geht es um ein verlassenes Irrenhaus, das eben nicht ganz so verlassen ist und die Dämonen der ehemaligen Insassen nicht ganz tot sind und leider und aus Versehen und eigentlich auch nicht gewollterweise irgendwann wieder aufstehen und anfangen, relativ agil zu werden. Ein anderer Roman, der auch bei Festa erschienen ist, ich weiß nicht, vielleicht schon ein bisschen früher mit den Jahreszahlen, ich finde es jetzt auch nicht so wichtig, ist Der Ausgestoßene. Einer der dickeren Romane. Und da geht es darum, dass ein alter Dämon in einem versunkenen Wrack gefangen ist und da wieder rauskommen will. Ich finde, dass da gerade der Anfang sehr faszinierend ist und dass Masterton sehr schön beschreibt, wie dieser Dämon fast wahnsinnig wird, nachdem er Jahrzehnte eingesperrt in einen kleinen Raum in einem versunkenen Schiff versuchen will, wieder rauszukommen. Das gelingt ihm irgendwann und er legt natürlich richtig los. Das Buch ist nicht frei von Längen, aber trotzdem eine sehr schöne dämonische Horrorgeschichte, die sich, wie ich finde, sehr lohnt. Man muss ein bisschen durch die Längen durch. Ich gucke mal gerade nach, von wann das ist. 2004, also das ist schon relativ neu. Jetzt gucke ich mal gerade nach, Irre Seelen, ob das jünger ist. 2012, also tatsächlich müsste das hier das erste im Festa Verlag erschienene Buch sein. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, ist auch nicht so wichtig. Das hier ist auf jeden Fall von 2004, das hier von 2012. Und Graham Masterton zeichnet sich dadurch aus, dass er praktisch einmal im Jahr und wenn es ein bisschen schwieriger läuft, vielleicht mal alle 2 Jahre einen Roman rausbringt. Das ist ein relativ hoher Output und ich habe schon gesagt, er hat zig Romane rausgebracht. Einer der letzten, ich gehöre nicht zu den Leuten, die alles von ihm gelesen haben, also gerade was die neuen Sachen angeht, aber doch relativ viel. Eines der letzten, auch im Festa Verlag erschienen, ist Grauer Teufel. Ich glaube, war das 2017? 2015 war das. Auch da geht es wieder um Ursprünge in irgendwelchen alten Erdreligionen. Santeria ist da ein großes Thema. Spannend und horrormäßig. Und auch in diesem klassischen Sinne noch Horror. Also nicht keine Verknüpfung von Horror und Fantasy oder irgendwie besonders viel Romanze da drin oder besonders schlachtungswürdig und abschlachtereimäßig, sondern es geht viel um das Unterschwellige. Ja, das ist Graham Masterton. Ich habe Masterton auch gefragt, ob er glaubt, jemals aufhören zu müssen, zu schreiben, jemals nicht mehr schreiben zu können oder zu wollen oder nicht mehr den Drang verspüren zu wollen, schreiben zu wollen. Oh, ja. Und er hat gesagt, nein, also Schreiben ist für ihn ganz, ganz essentiell, ganz wichtig. Er hat unheimlich viele Geschichten noch in seinem Kopf, die er alle zu Papier bringen möchte. Er ist ein an Europa interessierter Mensch. Er ist selber Schotte, der nicht mehr in seiner Heimat lebt, sondern er lebt seit längerem schon in den USA. Aber sein Großvater ist von polnischem Ursprung und er hat auch Verbindungen durch seinen Vater oder Stiefvater nach Deutschland, wo er in Münster und Bielefeld ausgerechnet Deutschland kennengelernt hat und mir geschrieben hat, er würde gerne häufiger zurückkommen. Aber man kann sich ausrechnen, wenn er 1946 geboren ist, ist er nicht mehr der Allerjüngste. Er ist noch sehr agil und sehr fit und sehr interessiert. Und ich muss sagen, sehr höflich, sehr freundlich, sehr zuvorkommend in der Art, wie er schreibt und sehr hilfsbereit, hat mir mehrere Fotos mitgeschickt, hat sich sehr viel Zeit genommen mit der Beantwortung der Fragen. Da ich die hier alle nicht so komplett wiedergeben kann, wird es die Fragen in veröffentlichter Form im Blog geben unter www.creepy-creatures.net. Ich weiß noch nicht, ob ich eine deutsche Übersetzung schaffe, auf jeden Fall die englische Original werde ich da hoffentlich in den nächsten Tagen veröffentlichen können. Ja, Graham Masterton, der Brite, der in den USA lebt, der über Penthouse dazugekommen ist, Horrorromane zu schreiben und diese bis heute tut. Also wirklich seit den 70er Jahren, das muss man sich vorstellen, seit 1976, als der Manitou rauskam, bis heute 2019 schreibt er und schreibt und schreibt. Das ist schon faszinierend. Einige kritische Stimmen sagen, er lässt sich bei manchen Geschichten nicht genügend Zeit. Ich finde, ich kann das nicht beurteilen, aber ich finde eigentlich nicht, dass die Geschichten unausgegoren sind. Und man merkt, dass er sich durchaus immer wieder sehr viel Zeit nimmt. Gerade diese religiösen oder dämonischen Hintergründe, die in Religionen fußen, zu recherchieren. Einige Leser hatten das Glück, vor einigen Jahren Graham Masterton
in Leipzig zu treffen, als er, da gab es ein Meet and Greet im Hause Vesta. Ich war da nicht, leider, weil dieser Weg von Bonn nach Leipzig für mich einfach ziemlich weit ist. Aber er war da und muss wohl sehr angenehm gewesen sein. Einer derjenigen, die da gewesen sind und mir davon berichtet haben, ist Dave Anscheid, dem ich es im Übrigen auch zu verdanken habe, dass ich in Kontakt gekommen bin mit Graham Masterton. Er hat das nämlich eingeläutet und hergestellt und war dann sehr nervös, ob es auch klappt. Lieber Dave, vielen Dank dafür. Das war sehr nett von dir. Der Kontakt verlief wirklich sehr angenehm und hat einfach großen Spaß gemacht, sich mit Graham Masterton auszutauschen. Ich bin mal gespannt, was sonst noch so in den Jahren kommt. Ich bin auch gespannt, wie lange er noch wirklich Ideen hat, die er zu Papier bringt. Ich habe auch mal den deutschen Verlag gefragt, warum ist Graham Masterton bei euch unter Vertrag? Warum bringt ihr seine Bücher raus? Und ich habe zwei Antworten bekommen, einmal von Inge und einmal von Frank Fester, und die lese ich hier gerade mal vor. Frank sagt, weil er einfach einer der geilsten Horrorautoren ist und das seit vielen Jahren und auch seit Jahren konstante Qualität abliefert. Ich habe ihn schon als Jugendlicher für mich entdeckt und er hat meine Liebe zur Horrorliteratur entscheidend geprägt. Faszinierend, ja, es ist einfach, Graham Masterton schreibt im Prinzip seit einer Generation. Also eine ganze Generation Horrorleser hätten oder haben die Chancen gehabt, mit ihm aufzuwachsen. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Ich habe ihn ja auch vor 15 Jahren oder sowas das erste Mal gelesen und er begleitet mich auch. Dann schreibt Inge, mit circa 14 schaute ich meinen ersten Horrorfilm. Es war Der Manitou. Die dunkle Atmosphäre, die Masterton in seinen Büchern erschafft, ist wirklich einmalig. Er wird wohl nicht umsonst Englands Großmeister der Angst genannt. Ist natürlich nur bedingt richtig, er ist ja Schotte. Und dazu ist er noch ein sehr netter, humorvoller und sympathischer Mann. Ja, wunderbar. Also es passt eigentlich alles. Wie schon bei anderen Horrorautoren merkt man faszinierenderweise, dass gerade diejenigen, die echt ein bisschen um sich hauen mit Horror und ein bisschen mit Blut und mit Angst und Grusel, dass das ganz freundliche, nette Menschen sind. Das gilt für Graham Masterton, wie ich ihn jetzt über E-Mail-Kontakt kennengelernt habe. Auf jeden Fall. Es galt auch für Edward Lee, der unheimlich höflich und freundlich war. Und der einzige Autor in meinem Blogger-Dasein war bisher, der sich tatsächlich nachher nochmal per E-Mail für ein Interview bedankt hat. Ganz toll, ein ganz sympathischer Mann auch, Edward Lee. Und das gleiche gilt für Ref James White, der auch, da kommt einem so ein 5 Meter großer ehemaliger Preisboxer entgegen und ist eine Freundlichkeit und Höflichkeit in Person, ist super. Ja, das war ein kurzer Überblick über Graham Masterton. Ich habe nicht alle seine Bücher vorgestellt und sage auch direkt für die nächsten Filme, ich werde nicht immer alle Bücher vorstellen können. Ich habe sie einfach nicht alle. Und ich stelle einfach das vor, was ich kenne und so, wie ich den Autor kennengelernt habe. Und auch zu seinen Werken und zu seiner Art zu schreiben, kann ich sagen, er hat sich dieses Nostalgische behalten, so ein bisschen. Diese Art Horror zu schreiben, wie er es in den 80ern und 70ern schon gemacht hat, hat er sich so ein bisschen behalten, hat die teilweise auch ins Moderne transportiert. Und man merkt natürlich mit seinen Büchern auch, dass er mit der Technik, die aufgekommen ist seit den 70ern, wächst und diese auch immer wieder einbaut. Und in den ersten Romanen gab es sowas gar nicht. Da gab es keine Computer, keine Handys. Und ich zitiere das immer wieder, aber man merkt das halt. Vieles, was er in alten Romanen leicht darstellen konnte, weil die Menschen sich nicht verständigen konnten, da muss man heute andere Wege finden, weil der Mensch kann sich durch Handys und so weiter eigentlich immer verständigen. Da hat er eine Entwicklung mitgemacht, ist sich selbst aber irgendwie treu geblieben, ist auch dieser Grundidee, bekannte oder zumindest oder auch unbekannte Mythen, die aber existieren, aufzugreifen. Da ist er sich auch weitestgehend treu geblieben und ist eben Graham Masterton. Ja, das war's. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke nochmal Dave für die Vermittlung und ich danke natürlich besonders Graham Masterton für seine Zeit und seine Mühe. Euch danke ich fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.